Moin und meine liebe Leute. Ja, da sind wir schon wieder. Reini hat heute Morgen am 3. März den neuen WLAG 129 hochgeladen. War wohl nix. Dieser scheint aus dem Motel One zu stammen, in dem er am 28. Februar eingecheckt ist und kurz danach wieder abgehauen ist. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, denn er hat vorhin tatsächlich nochmal einen WLOG hochgeladen, 130, den will ich mir noch angucken. Und dann ganz merkwürdigerweise ein Drache läuft Video. Ganz weird. Also Rainer ist in Videolaune. Wir schauen jetzt mal rein. Übrigens, wir schauen natürlich beim lieben Spiegellord, dem Menschen mit den allergeilsten Intros. Mädel, ich bin Rainer, ich suche nur das eine. Wassertier und Green Bites finde ich am geilsten. König, jeder fragt sich wozu, dass du in ihre Fotze kannst, aber ich auch, verstehst du? Über bis an alte Sachmullen lieben es beim Lecken. 30 Jahre ungefickt, wir hinter mir ins Waschbecken. Hab viel gesehen, so mit Pferden und Tentakeln. Vibrator in der Eichel und der Speer war am Zappeln. Alter, da krieg ich Flashbacks. Das ist ja. Oh. Putz dir mal die Zähne, Rainer, meine Güte. Wobei, das kriegt man wahrscheinlich gar nicht mehr weg da. Kennt ihr das? Dieser Moment. Dieser Hans Entertainment-Moment? Ja, den kenne ich, Rainer. Wenn ihr euch zurücklehnt, frisch geduscht seid, in sauberen Lagen liegt und denkt, Alter, das war's für heute, ich bewege mich keinen Millimeter mehr. Rainer, du bist nur Auto gefahren. Du hast nicht körperlich gearbeitet. Genauso fühle ich mich gerade. Mhm. Und doch muss man sich noch bewegen. Naja, wenn du das Bewegung nennst, okay. So, ich habe ja meinen Laptop aufgebaut. Super. Ich bin gerade vor das weiche Bett. Für meinen Geschmack ein bisschen zu weich. Na gut. Ich bin gerade im Motel One in Frankfurt. Wissen wir. Die Hater spekulieren schon wieder rum, wo ich bin. Das Video hier kommt natürlich erst 2, 3 Tage, nachdem ich schon nicht mehr in Frankfurt bin. Alles klar. Ja. Aber die Hater sind total liebe Zwiebeln. Man muss dazu sagen, sie haben zwischendurch wirklich gedacht, ich bin in Frankfurt. Bist ja auch in Frankfurt. Nur, dass die Komiker dann das gleich wieder dementiert haben und dachten, ich bin nicht in Frankfurt. Der Witz ist aber, die dachten nicht, ich bin in Frankfurt, sondern ich bin in der Nähe von Frankfurt Römerberg oder so. Römersberg, Frankfurt Römersberg. Und ich habe mal nachgeschaut, es sind tatsächlich nur 15 Minuten mit Auto von Römersberg zum Motel One Frankfurt Airport. So. Ich muss mal dazu sagen, zwischen Frankfurt und Römerberg liegt ungefähr 1 Stunde Autofahrt. Nein, 15 Minuten. Eine Stunde zu Fuß, ja. Oh Mann, Lach ich bin dich. nicht mehr in der Nähe von Römersberg gewesen, Ach. zumindest soweit ich weiß. Ja, da sieht man mal wieder, dass er überhaupt nichts weiß. Er war natürlich in der Nähe von Römersberg und wurde da auch gesehen, anscheinend. Ach Mann. Die Schnitzeljagd der Hater läuft nicht besonders erfolgreich. Oh, Rainer, dieses Video ist super gealtert. Wobei man dazu sagen muss, ich sollte vielleicht nicht so voreilig handeln, denn es ist der erste Tag. Ja, ich habe vorhin schon gedacht, sie wissen, wo ich bin. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich habe immer das Gefühl, ich muss auf die Kameras gucken, aber das würde ja nichts bringen, weil. Es gibt keine Kameras. Naja, letzten Endes ist es so, dass ich keine Kameras mehr habe. Ach, diese Logik, Rainer, es ist ja unglaublich. Also, dass du sogar eins und eins zusammenzählen kannst. Mensch.
Aber vielleicht, wenn du ganz lieb fragst, schalten die ja vom Hotel die Überwachungskameras auf deinen Laptop. Nur so eine Idee. Und dann könntest du ja immer statt bei der Pinea einfach an der Rezeption anrufen und denen sagen, hier, die da, die stehen da in der Lobby, das geht nicht. Können Sie die bitte entfernen? Das finde ich eigentlich eine super Idee. Beziehungsweise ich habe sie schon, aber sie ist natürlich im Lager. Bis auf eine, aber da war ich sehr froh, die abzumachen. Hat man gesehen, das ist die bei dem Balkon da, ganz oben, die an der, was war das? Dieser Stab, der ist dieser Holzstab, den du da hoch gesteckt hast. Die hast du nicht abgenommen, das stimmt. Görlitzer Gemeinde können die mitmachen, was sie möchten. Werden sie wahrscheinlich eh wegschmeißen. Natürlich. Wobei, warum sollten die überhaupt abmontieren? Die wird einfach mit dem Haus abgerissen. Vielleicht bewahren sie sich auch auf und geben sie mir irgendwann. Was? Was hast du eigentlich für Vorstellungen, als wenn die da diese Kamera noch abmontieren? Ganz aus der Welt bin ich ja noch nicht. Naja, jetzt bin ich in Frankfurt und ich überlege, wo ich als nächstes hinfahre. Mir steht ja die ganze Welt offen. Ich bleibe hier auf jeden Fall 3, 4 Tage. Oh, es ist ja schön, dieses Video, wenn man das heute anguckt. Einer, warum hast du das hochgeladen? 3, 4 Tage? 3 Stunden nicht einmal. Bis Donnerstag habe ich jetzt gebucht. Ach, das ist ja super. Du hast sogar bis Donnerstag bezahlt. Da hast du ja mal richtig Kohle gelassen, wahrscheinlich. Ich glaube, 70 Euro die Nacht, ne? Was waren das jetzt? 3 Nächte oder so? Ja, nicht schlecht, Rainer. Morgen geht's in den Tiergarten nach Frankfurt. Nö. Zumindest ist es der Plan. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall möchte ich den Frankfurter Tiergarten besuchen, solange ich hier bin. Hoffst du auf eine neue Zoomulle, Rainer, damit du wieder mit deinen Mitgliedschaften im WWF angeben kannst? Ja, und dann mal schauen, wie es weiterläuft. Also, der Tiergarten ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee, weil Frankfurt, ich glaube, Frankfurt ist hier, glaube ich, in Hessen. Ach, Rainer, wie kann man denn so schlecht in Geografie sein, bitte? Na gut, Sonderschüler. Ja, sagt er ja selber mal. Ich kenne mich geologisch immer nicht aus, aber. Ach, geologisch. Ja, tut mir leid, ich dachte, es wäre Geografie. Aber klar, hat ja was mit Steinen zu tun, ne? Die Erde und so. Ja. Ich glaube, das ist in Hessen und in Hessen sind aktuell keine Ferien. Dadurch, dass die Hater nicht wissen, ob ich in Frankfurt bin oder nicht, können sie natürlich schlecht sagen. Und selbst wenn sie wüssten, wo ich bin, wüssten sie nicht, in welchem Hotel ich bin. Ja, du bist ja auch so schwer zu verfolgen, Rainer. Wie gesagt, 3 Stunden warst du in diesem Hotel. Und was hat das mit Ferien zu tun? Also nicht alle deine Hater sind Schulkinder. Die meisten Leute arbeiten zu der Zeit, wo du jetzt da rumläufst. Nur so nebenbei, es standen hier mehrere zur Auswahl. Also allein gegenüber vom Hotel, wo ich bin, sind nochmal 2 Hotels und die Straße runter sind nochmal 2. Unglaublich, beim Flughafen sind mehrere Hotels. Hätte ich nicht gedacht. Und dann, wenn man die Straße zurückfährt, wo ich hergekommen bin, sind auch nochmal 3. Und im Hotel One sind in Frankfurt auch mehrere. Ich glaube 3 Stück oder so. Könnten auch 4 sein. Er ist halt eine Kette, meine Güte. In Köln sind es, glaube ich, 4. Das weiß ich, weil ich in Köln auch geguckt habe. Aber ich hatte auch erst überlegt, ob ich als nächstes nach Köln fahre. Aber Köln werde ich wahrscheinlich auslassen. Köln ist mir ein bisschen zu heißes Pflaster aktuell. Wieso ist das ein zu heißes Pflaster? Als wenn in Frankfurt weniger Hater sind als in Köln. Was ist denn das für ein Schwachsinn, Rainer? Das hatte ich auch im heutigen Vlog schon erzählt, dass Köln, Hamburg und so weiter so ein bisschen die Hotspots der Haters sind. Köln und Hamburg sind die Hotspots der Hater? Wie kommst du darauf? Wo nimmst du denn diese Daten her? Du denkst, glaube ich, tatsächlich noch an Rocksau, den du ja fälschlicherweise irgendwie nach Hamburg eingeordnet hast. Und dann ist es natürlich für dich direkt der Hotspot. Und deswegen werde ich die wohl ein bisschen meiden, zumindest jetzt in der ersten Zeit. Ich denke, irgendwann wird es mit den Hatern auch ein bisschen besser, weil
wenn sie nicht mehr wissen, wo ich bin und wenn sie mir nicht mehr zu Hause nachrennen können und so weiter, für das jetzt am Anfang zwar ein bisschen an Reiz gewinnen, weil es ist ja jede Schnitzeljagd, wie sie es nennen, aber ich denke, ganz allgemein gesehen wird es mit dem Hate dann, zumindest was das Reale angeht, zurückgehen. Bitte sag mir, der Hate wird weniger. Wie oft willst du das eigentlich noch von dir geben? Also, ja, genau die richtige Position dafür. Du hageldummer Knallkopf. Ich hoffe nur, dass meine Klicks und meine Videos gute Aufrufe bekommen. Deine Klicks bekommen gute Aufrufe? Bestimmt. Auf jeden Fall lege ich jetzt hier erstmal. Ich habe ja mit Bleach angefangen und das Coole ist, ich habe hier WLAN. Ich habe Wow. auch schon den Vlog hochgeladen von heute. Ist auch wunderbar schnell gegangen. Ich habe hier 1 Gigabyte, nicht 1 Gigabyte, ich habe hier 100 Mbits. Also es ist nicht ganz so schnell wie zu Hause das Internet, aber es ist immer noch unglaublich schnell. Und im Vergleich zu meiner 16K-Breitbandleitung damals, wo ich 2 Stunden für ein 10-Minuten-Video gebraucht habe, läuft das hier einfach ratzfatz. Na, willkommen im Jahre 2022, Rainer. In dem ein Hotel WLAN hat. Schnelles WLAN. Das Video war so schnell hochgeladen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Das ist richtig geil gewesen. Ich habe jetzt auch noch mit ein paar Leuten im Discord. Haben wir uns auch noch unterhalten. Da habe ich natürlich dementiert, dass ich in Frankfurt bin. Ist ja ganz klar. Soll ja keiner wissen. Muss ja keiner wissen. Aber hier läuft jetzt gerade so eine geile Dia-Show. Dia-Show, das ist doch einfach nur ein Film von einem Lagerfeuer. Also, du bist ein Meister der Worte, wirklich. Geduscht bin ich inzwischen auch. Ja, hast du Ich war jetzt gesagt? gerade noch mal im Auto und habe noch was geholt. Und morgen. Das Boss-Shirt hat schon ein Loch da. Wie schaffst du das? Muss ich mal gucken, morgen geht es dann, wie gesagt, habe ich zumindest vor, morgen geht es in den Tiergarten. Ja, hast du erzählt? Ich denke, ich lasse das Schild draußen hängen, bitte nicht stören, weil ich möchte nicht unbedingt, dass jemand im Zimmer rumfummelt, wenn ich nicht da bin. Ansonsten, ja, mal gucken. Meine meisten wertvollen Habseligkeiten nehme ich eh mit, also den Laptop werde ich eh nicht im Zimmer lassen, das wäre ja dämlich. Den werde ich definitiv mitnehmen und auch natürlich die Tablets und so weiter, die werde ich definitiv mitnehmen. Rainer, in der Regel haben diese Hotels, also zumindest Motel One, eigentlich nicht so die Probleme mit Diebstahl. Vor allem nicht, wenn es um Laptop und Tablets geht. Denn man kann sehr gut nachvollziehen, wer zuletzt in diesen Zimmern war, anhand der Chipkarte, die dieses Zimmer öffnet. Aber ja, gut, nimm sie mit, von mir aus. Die werden im Auto zwar nicht sicherer sein, aber ja, mal schauen, wie es läuft. Eigentlich wollte ich einen Livestream machen, wie ich wegfahre von zu Hause. Aber ich hatte Angst, dass ich mich verplappere. Und als nächstes weiß ich jetzt noch nicht, wo ich hinfahre. Ich möchte auf jeden Fall hoch in die Nordsee, also wird es wohl Richtung Hamburg gehen. Ich dachte, Hamburg ist ein Hotspot. Kann ich durchaus sagen, weil es weiß ja keiner, wie ich nach Hamburg fahre. Ich werde mit Sicherheit noch zwei, drei Zwischenstopps machen, bevor ich in Hamburg bin. Ich habe auch noch ein paar Freunde quer über Deutschland verteilt. Die Sicher. werde ich nach und nach auch mal ein bisschen besuchen. Natürlich muss man das alles ein bisschen vorsichtig angehen. Aber ich habe auch schon mit zumindest einem was geplant. Wo kommt dieser Freund her? Aus Denken zufällig? Ist ein ganz bekannter Ort, wie mir scheint. Ich würde ja zu gerne meine Ex-Freundin in Berlin besuchen. Ach, hör doch auf, Rainer. Meine Güte, wahrscheinlich hast du mit irgendeiner Mulle geschrieben, die meint, sie käme aus Berlin. Und sowieso nach zwei, drei Chatnachrichten ist sie ja sowieso immer sofort deine feste Freundin. Und nachdem sie sich dann so als Haterin entpuppt hat, ist sie natürlich sofort deine Ex. Freundin aus Berlin, ja, ganz bestimmt, Rainer. Suchen, aber ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Ja, klasse, Rainer, du weißt nicht, wo deine Ex-Freundin
Freundin wohnt, quasi. Das kann er sich doch nicht ausdenken. Gut sein, dass sie inzwischen umgezogen ist und selbst wenn nicht, ich weiß gar nicht, wo sie wohnt mehr. Kontakt ist ja damals abgerissen, leider. Ich hätte mich gerne nochmal mit ihr getroffen. Bestimmt hat sie auch alle Nummern getauscht. Ne? Ganz, unmöglich, die noch zu erreichen. Ach, naja. Na Ja. gut, ich habe mich einmal in Berlin mit ihr getroffen. Dann hätte ich irgendwo ein Hotel genommen und wäre dann da geblieben. Ich dachte wirklich, jetzt kommt irgend so eine Sex-Anspielung oder so. Na gut, egal. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier zurückpflacken. Ich habe noch Chips, die habe ich mir. Oh Mann, ey. Wie gesund kann man sich eigentlich ernähren? Reine, ja, Chips. Gestern gekauft, die wollte ich eigentlich gestern zu Hause, bei meinem letzten Tag zu Hause, wollte ich die eigentlich abends futtern bei Bleach gucken. Dieser Mensch, ne? Also man muss sich das mal reinziehen. Also da ist null Hals. Das ist einfach nur Blubber hier. Also wirklich. Und der will sich jetzt eine Tüte Chips reinziehen. Rainer, wo soll das denn bitte enden mit dir? Merk doch endlich mal, was du deinem Körper da antust. Hat nicht geklappt. es ist ja halt heute. Also ich hatte gestern zwei Döner. Das wird ja immer besser. Zwei Döner. Dann war ich einfach voll. Und Na. heute habe ich einen Sub gegessen. Ich habe übrigens nichts anderes gegessen. Ich habe nur einen Sub gegessen. Ja. Diese Subs, Rainer, die sind jetzt auch nicht ganz so ohne. Vor allem die, die du wahrscheinlich auch nimmst. Habe ich nicht gegessen. Und das ist alles, was ich heute gegessen habe. Muss ich auch mal. Aber man muss ja auch bedenken, dieser Mensch hat keine Gallenblase mehr. Das heißt, sein Körper hat Probleme damit eigentlich, fettiges Essen zu verdauen. Wirklich. Deswegen hat er wahrscheinlich auch teilweise immer so Durchfall gehabt. Aber er hat halt nicht mehr dieses Speicherorgan für fettiges Essen. Und das ist überhaupt nicht gut, was er da macht, wirklich. Also gut, ja, natürlich ist es nicht gesund, aber es ist noch mal doppelt nicht gesund. Und jetzt werde ich noch mich mit ein paar Chips vollstopfen und ein bisschen Bleach gucken. Gute Idee. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke, ich werde heute versuchen, zeitnah ins Bett zu gehen. Erstens möchte ich morgen früh aufstehen. Spätestens um 9 oder 10 möchte ich los. Wir erinnern uns, er ist frühzeitig aufgebrochen. Und hat die Nacht in seinem Auto verbracht. Ich muss gucken, wann der aufmacht. Aber spätestens um 9:10 Uhr möchte ich los Tierpark. zum Tiergarten Oder Garten, ja. und anschließend Ja. ja, mal gucken. Ach so. Ich bin gespannt, jetzt hier im Mo-Hotel ist es ja unwahrscheinlich, aber ich bin gespannt, wann ich das erste Mal in einem Zimmer bin, wo nebendran gevögelt wird. Ach, Rainer, wirklich. Ich kann dir sagen, diese Zimmer sind eigentlich relativ gut isoliert. Und natürlich sind deine Porno-Fantasien da wieder im Spiel, dass die Frau natürlich schreit wie sonst was, vor Lust. Und dann kannst du dir schön einkeulen, ne? Ganz genau. So stellst du dir das da vor. Das soll es ja auch geben, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich damit ja Ja, nicht aus. ja, Ich habe ja. ja, ich bin ja das erste Mal, naja, das erste Mal nicht weg von zu Hause, aber das letzte Mal, dass ich. Ich hatte übrigens Blödsinn erzählt, muss ich dazu sagen. Ich habe im letzten Livestream gesagt, dass ich das letzte Mal, dass ich mehrere Tage woanders geschlafen habe, Köln. Wacken 2000. 15 war, Summer Breeze 2015 war. Das stimmt, ne? Das ist mir erst im Nachhinein jetzt eingefallen, wo ich gerade drüber nachdachte. Das letzte Mal, wo ich unterwegs war, war auch in einem Mo-Hotel. Da warst du doch in Köln, oder nicht? Mit den Rocket Beans-Leuten da. Burger essen. Und das war in Köln damals, wo ich bei World of Wolfram beim Dreh dabei war. Da hatten sie mich auch eingebunkert, genau. Da war ich 2 Tage ja auch im Hotel. Da habe ich 2 Nächte im Hotel geschlafen. Jetzt sind es 3 Nächte, also ich bin jetzt heute hier, dann morgen bin ich den Tag über, denke ich, in der Stadt. Beziehungsweise nicht in der Stadt, sondern
In Stadt kann ich nicht gehen. Ich bin Tiergarten. nicht in der Stadt, sondern ich bin dann im Tiergarten. Ja, meine Ich hoffe, dass da Güte. nicht gerade ein Schulausflug im Tiergarten ist. Das wäre natürlich Bombe. Rainer, was denkst du dir eigentlich, wie alt deine Hatergemeinschaft ist? Also wirklich, das sind nicht Schulkinder. Das sind in der Regel ab 20 aufwärts bis so, was weiß ich, 35. Ist so der Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. So irgendwas dazwischen. Aber doch Schulkinder jetzt nicht unbedingt. Und dann wenn dann der, man merkt, Schlaganfall? mein Kopf ist schon im Urlaub. Urlaub, ach so. Das ist also für dich Urlaub. Oder schläft schon halb, aber ich bin auch echt müde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch ganz echt schwer die Augen offen halten gerade. Dann finde ich es ja gut, dass du fast direkt danach mit dem Auto weggefahren bist. Vielleicht schaue ich bloß noch eine Folge und lege mich direkt hin. Auf jeden Fall möchte ich morgen dann zum Tiergarten. Und anschließend geht's dann zum. Und dann am Abend werde ich wieder hier sein. Werde ich wieder Bleach gucken, denke ich. Vielleicht werde ich ein bisschen was zocken. Livestreamen werde ich. Also, wenn ich hier live streame, dann allerhöchstens am letzten Abend. Wie sollen die Leute denn rausfinden, wo du da bist, Livestream-mäßig? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ist ja auch egal, hat ja eh nicht stattgefunden. Und dann schaue ich, dass ich irgendwie die weiße Wand oder so im Hintergrund habe, damit man das nicht erkennt. Abgesehen davon denke ich, werde ich am. Ich muss noch überlegen, was ich am. Moment, ich bin jetzt am Montag hier, Dienstag. Ich muss mir noch überlegen, was ich Mittwoch mache und Donnerstag ist ja Abreise schon. Also. Hatte so viele Pläne bis Donnerstag, also quasi bis heute. Hat dieses Zimmer bezahlt und war nur 3 Stunden da. Es ist einfach nur schön. Es kann gerne so weitergehen. Theoretisch gesehen kann ich mir am Donnerstag einfach mal Frankfurt angucken. Ach so, dann willst du dir Frankfurt angucken. Okay, ja. Mittwoch kann ich mir theoretisch mal Frankfurt angucken, einfach mal durch Frankfurt fahren. Bahnhofsviertel soll sehr schön sein, ja. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es hier direkt nicht, glaube ich. Bitte was? In Frankfurt gibt es keine direkten öffentlichen Verkehrsmittel? Also das bezweifle ich aber jetzt mal stark, vor allem beim Flughafen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Sicher. Die Kissen sind irgendwie unbequem, obwohl sie so flauschig sind. Ist aber trotzdem, es ist ein schönes Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Standard Motel One. Die sind gut, ja. Die haben halt einen gewissen Standard zu dem Preis, was sie bieten. Die sind okay. Die sind vollkommen okay. Ich bin auch nicht der Typ, der in so fancy Hotels schläft. Also mir reicht sowas völlig. Liebes Budget Motel One, B&B oder sowas reicht mir vollkommen. Ich will ja auch was von der Stadt sehen und nicht von dem Zimmer. Ich fühle mich ja richtig wohl. Die Dusche ist vor allem cool. Das habe ich aber. Ich habe ja schon mal eine Führung durch ein Motel gemacht. Gut, das Zimmer sieht ein bisschen anders aus wie damals. Obwohl es im Großen und Ganzen das gleiche Zimmer ist. Die Zimmer sehen, glaube ich, alle ein bisschen. Die sehen, glaube ich, alle gleich aus oder fast gleich aus in den Motels. Ja, Rainer, Motel One ist eine Kette, die so ziemlich überall die gleichen Zimmer hat. Aber wie willst du das wissen? Du bist ja schon ewig nicht aus deinem Dorf rausgekommen. Willkommen in der großen Stadt, in der großen weiten Welt. Das Coole ist, ich habe hier meinen Lichtschalter. Jetzt kann ich das Licht ausmachen, jetzt ist es dunkel im Zimmer. Und dann hier noch das Ambientlicht. Wow. Das ist ja unfassbar, Rainer. So, jetzt ist das einzige Licht noch Super. von dem Feuer. Da haben sie so einen coolen Flachbildfernseher. Ich kann natürlich auch Fernsehen gucken hier. Nein. Das erste Mal seit Jahren, dass ich Fernsehen gucken könnte. Wieso konnte er denn zu Hause kein Fernsehen, also in der Schau aber kein Fernsehen gucken?
Aber ich habe überhaupt kein Interesse daran. Ich schaue Bleach auf dem Laptop, das geht. Ah, und da läuft jetzt eben so eine Flammenshow. Ich empfehle dir einfach mal, die Nachrichten zu schauen, Rainer. Nur mal so als Tipp. Muss ganz ehrlich sagen, es ist echt cool. Es ist echt cool gemacht. Was, dieses 0815 Lagerfeuer-Video? Ach, mein Gott, dieser Junge kommt wirklich vom Dorf. Na gut. Oh, Wofür hier ist erzähl. hier? Ja. Also, mein erster Tag in Freiheit. In Freiheit. Okay, ja, 3 Stunden, wie gesagt. Mal schauen, wie lange die Freiheit Freiheit bleibt, bevor Ja. sie wieder zum Sklavenalltag wird. Du warst nie ein Sklave des Alltags, Rainer. Du hast immer nur das gemacht, was du wolltest. Du warst ständig hast du quasi Freizeit gehabt. Also mehr Freizeit geht ja gar nicht. Dann haut rein und wie versprochen letzte Woche, es soll ab dieser Woche mehr Videos geben. Ja, das stimmt ja sogar. Heute sind bislang 3 rausgekommen. Dieser Vlog, Vlog 130 und dann noch so ein Drache-Geht-Video. Wird ein bisschen schwierig, Ah, weil hör doch ich nicht denke, auf. Freitag, Samstag erst kommt dieses Video hier, wenn ich eben schon wieder unterwegs bin. Donnerstag, wie gesagt, ist hier auschecken. Und ich muss mal gucken, ob ich zwischendurch einen Vlog oder so mache. Theoretisch gesehen kann ich einen Vlog mit einem weißen Hintergrund machen. Schauen wir mal, wie Theoretisch. es läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschüss. Wunderbar, Rainer. Ganz große Klasse. Ja, so viele Pläne hatte er, die alle nicht gehalten haben, weil er nämlich direkt am selben Abend geflüchtet ist wieder und in seinem Auto gepennt hat. Statt diesem komfortablen Bett, weil er Angst um sein Auto gehabt hat. Naja, gut. Ich schaue mir gleich direkt Vlog 130 an, denke ich. Und dann noch das Drache-Läuft-Video. Wir sehen uns dann auf jeden Fall sonst ein andermal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen guten Tag, was auch immer. Und vielen Dank, wer auch immer das sich hier bis zum Ende mit mir angehört hat oder angesehen hat. Medal off.